Montag, 26. Juni 2017. Es ist die letzte Sitzungswoche des Bundestages. 4 Jahre sind um. Dann gibt es im September vielleicht noch einen Tag eine Sondersitzung oder eine außerplanmäßige Sitzung. Und dann wird gewählt am 24. September. Und ich will mich heute unterhalten mit Klaus Mindrup, dem SPD-Bundestagsabgeordneten aus Berlin, über das, was er denn so die letzten 4 Jahre gemacht hat. Ja, Sie sind ja das erste Mal im Bundestag gewesen, hatten große Pläne. Ich erinnere mich, Sie hatten so 400 Seiten Buch, was Sie alles machen wollten. Nein. Oder waren es 600 Seiten? Nein. Erstmal herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Dann erzählen Sie mal, wie ging das los am ersten Tag? Sie kamen im Bundestag vor 4 Jahren und sagten, jetzt revolutioniere ich die Welt. Nein, ich bin ja schon ein bisschen älter. Also das mit den Revolutionen weiß man, dass das nicht so geht, sondern ich beobachte erst mal. Und das Schöne war, also das Erste, was ich, der erste Mensch, den ich getroffen habe, war ein guter Freund, der gar nicht irgendwie mitgekriegt hat, dass ich für den Bundestag kandidiere. Ich weiß gar nicht, wie er das geschafft hat. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Und sagte, was? Ich sage, ich bin im Bundestag. Er hat mich gleich umarmt und das war sozusagen. Also insofern gibt es auch Leute, die offensichtlich so nicht jede Kandidatur in Berlin mitkriegen. Und das war der erste Tag, der fing da schon mal ganz gut an. Nein, vor allen Dingen, was ich sehr positiv fand, ich bin in der Arbeitsgruppe Bau und Umwelt der SPD-Bundestagsfraktion. Wir haben ein unglaublich kollegiales Klima gehabt. Aber das wussten Sie ja noch nicht am ersten Tag, dass Sie da reinkommen. Na, ich habe schon zielgerichtet darauf hingearbeitet, weil ich ja von der Ausbildung her Ökologe bin und auch viel in der Umweltbewegung gemacht habe, auch im Bereich der erneuerbaren Energien. Und ich andererseits ja aus der Genossenschaftsbewegung komme und lange Kommunalpolitik gemacht habe, meine eigene Graswurzelgenossenschaft, wo ich lange im Aufsichtsrat bin. Also von daher war das Thema Bauen und Umwelt für mich ideal. Und da wollte ich eigentlich unbedingt rein. Und das habe ich auch geschafft, in die entsprechende Arbeitsgruppe also zu kommen. Also erstes Ziel schon mal erreicht. Das erste Ziel erreicht. In der Arbeitsgruppe gesessen. Genau. Und nicht bei Sport oder Justiz. Ja, wäre vielleicht auch interessant gewesen, aber für mich war das einfach, da konnte ich drauf aufbauen. Da hatte ich einfach eine langjährige Erfahrung und das hat sich auch ganz positiv ausgezahlt. Und was stand sonst noch so in dem 400-Seiten-Buch? Nein, im 400-Seiten-Buch stand also vor allen Dingen die Frage Energiewende vernünftig sozusagen verstetigen und bezahlbar machen und das ganze Thema Wohnen, Genossenschaftsförderung, Städtebau fördern. Also das war für mich wichtig und auch vor allen Dingen, dass der Staat wieder mehr investiert. Also was hilft mir das, wenn der Staat eine schwarze Null hat und Brücken einsturzgefährdet sind, Schulen nicht in Ordnung sind und auf dem Gehweg die Menschen sich die Füße brechen oder mit dem Rollator ältere Menschen nicht mehr herkommen. Also das war im Grunde genommen für mich wichtig. Wir mussten wieder, der Staat musste wieder handeln. Ein Wort haben Sie nicht genannt bis jetzt, Bauen und Wohnen, aber Mietpolitik, Mieten, das haben Sie bisher nicht gesagt. Ja, wobei das ist ja das Verrückte, die Mietenpolitik im Sinne der Mietengesetzgebung ist gar nicht in unserem Ausschuss. Das machen die Innen- und Rechtspolitiker. Wir sind dafür deswegen zuständig. Das hat wahrscheinlich nicht funktioniert mit dem Mietenpreisbegrenzungsgesetz. Ich habe es endlich gelernt. Ja. Das ist, also das Thema ist ja ein bitter ernstes. Also in einer Situation, in der in die urbanen Zentren, aber auch in die Universitätsstädten viele Menschen zuströmen, wird automatisch der Wohnraum knapp. Und wenn dann zu wenig Sozialwohnungen oder sagen wir bezahlbare Wohnungen neu gebaut werden und dann noch im Altbaubestand kostengünstige Wohnungen durch überzogene Modernisierung verloren gehen, hast du einfach eine Entwicklung, die an zwei Seiten nicht richtig läuft. Und das ist ein Thema, das wird uns in der nächsten Wahlperiode auch erheblich beschäftigen. Und ich verstehe viele Kolleginnen und Kollegen nicht, also vor allen Dingen von der CDU, CSU, die den Kopf einfach in den Sand stecken und sagen, das geht uns gar nichts an. Denn ab 2020 ist der Bund gar nicht mehr zuständig für die soziale Wohnraumversorgung. Wir haben immerhin in dieser Wahlperiode, das waren wir, die Fördermittel, die wir an die Länder geben, verdreifacht von 517 Millionen auf 1,5 Milliarden. Das ist ein richtig 1 Milliarde Euro mehr für den sozialen Wohnungsbau, aber damit ist in 3 Jahren Schluss, weil das Grundgesetz das nicht mehr zulässt, dass wir diese Mittel zahlen. Und ich habe mich in der SPD auch erfolgreich dafür eingesetzt, dass wir gesagt haben, der Bund darf sich aus der sozialen Wohnraumversorgung nicht zurückziehen. Wir müssen dafür aber das Grundgesetz ändern. Und dafür brauchen wir die Kolleginnen und Kollegen von der Union. Und die haben wir bisher davon noch nicht überzeugt gekriegt. Die sind der Auffassung, das kann der Markt alleine regeln. Das funktioniert aber nicht. Das sieht man ja. Der Markt regelt die Mieten nach oben.
Ja, und dann haben wir natürlich eine Situation, dass die Mietpreisbremse logischerweise Ausnahmen hat. Und zwar in dem Fall, wenn Wohnungen umfassend modernisiert werden, was dann auch passiert. Zum Teil wird da auch Schindluder mitgetrieben. Und dann hast du die Situation, dass die Transparenz nicht gegeben ist und die Strafen sind zu gering. Also man hatte früher einen sogenannten Wucherparagrafen, der griff allerdings erst ab 20% sozusagen über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Aber der ist durch Richterspruch in Hamburg im Grunde genommen ausgehöhlt worden. Da hatte man aber auch noch mal andere Möglichkeiten der Sanktionen. So, und in einer Situation, wo wir eine Wohnungsknappheit haben, ich sage mal in bestimmten Städten kurz vor einer Wohnungsnot stehen, muss man natürlich mit harten Gesetzen arbeiten. Und das geht das nicht. Aber auch was an den Ursachen tun. Und an den Ursachen tun bedeutet mehr Wohnungen bauen und schauen, dass man die bezahlbaren Wohnungen erhält. Neue Wohnungen zu bauen, ist ja alles gut und schön, das dauert noch ein paar Jahre. Aber ein Mietpreisbegrenzungsgesetz so zu machen, dass es funktioniert, dauert nur manchmal ein paar Wochen. Ja? Die deutsche Einheit wurde in ein paar Monaten geschafft. Aber wenn es darum geht, die Mieten zu begrenzen, den Mietenanstieg zu begrenzen, darüber haben wir uns ja in den letzten vier Jahren so oft und zwar in jeder Sendung unter allen. Ja. Es ist nicht gelungen und das verstehe ich nicht. Und das versteht die Wählerin und der Wähler wahrscheinlich auch nicht. Ich sage, wieso geht das nicht in vier Jahren so zu lösen, dass ich sicher sein kann, dass meine Miete nicht unbegrenzt nach oben gejagt wird? Die Mietpreisbremse ist ja rechtlich verankert. So. Ja, aber das funktioniert ja nicht. Die Mieten steigen auch in Berlin. Ja, aber da gilt dann ja wieder das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Und vollkommen klar ist, dass also die Mietpreisbremse war gedacht in der Begründung als Notmaßnahme und sollte immer verbunden sein, was wir ja auch gemacht haben, mit einem steigenden Bau von bezahlbaren Wohnungen. Weil ansonsten kommen natürlich auch die illegalen Geschäftspraktiken, also Leute, die sich nicht an die Mietpreisbremse halten, Menschen, die es genau wissen, dass ihre Wohnung überteuert ist, aber ihren Vermieter nicht verklagen, weil sie froh sind, dass sie eine Wohnung haben. Geld, was über den Tisch gereicht wird, das gab es ja alles schon mal. Also das Ganze funktioniert ja nur, wenn ich auf der einen Seite klare gesetzliche Regelungen habe und wenn ich parallel massiv in den Wohnungsneubau investiere und gleichzeitig schaue, dass die Leute nicht aus ihren Beständen raussaniert werden. Und wir hatten vor, in dieser Koalition nicht nur die Mietpreisbremse zu machen, sondern auch das Mietrechtspaket 2 und dort vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass die energetische Sanierung so gemacht wird, dass die Mieter nicht aus ihren Wohnungen verdrängt werden, indem man sie deckelt, indem man sagt, die darf einen bestimmten Preis sozusagen nicht überschreiten, indem man sagt, es sind nicht mehr 11%, die umgelegt werden können. Das ist in einer Zeit von Hochzinspolitik gewesen, ist deutlich weniger. Indem wir sagen, es muss eine klare Regelung zur sozialen Härte geben. Also ein Mensch, der eine Wohnung hat, hat einen Besitzanspruch an der Wohnung, ähnlich wie die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes. Das heißt, die Leute dürfen nicht einfach aus ihren Wohnungen raussaniert werden, sondern sie haben eben Anspruch, wenn die Kosten zu stark werden, dass sie dann die Mieten entsprechend gesenkt werden müssen, beziehungsweise nicht so stark erhöht werden müssen. Das muss einfach nochmal wieder stärker gesetzlich verankert werden. Warum hat man es denn nicht gemacht? Wir sind in dieser Koalition, das kann ich Ihnen sagen, wenn man in den Verhandlungen sitzt, sitzt einem fast immer die doppelte Menge an CDU-CSU-Abgeordneten gegenüber. Und die Union hat in dieser Frage beim Mietrechtspaket 2 brutal gesagt, wir machen das nicht. Obwohl es im Koalitionsvertrag war. Ja, so. Und ich habe es, wie gesagt, nicht verhandelt. Es waren die Innen- und Rechtspolitiker. Wir haben mit den Baupolitikern, die sind, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen geerdeter. Mit denen hätte man vielleicht noch was hingekriegt. Aber es ging nicht. Sie wollten das nicht, weil sie darin einen zu starken Eingriff in den Markt gesehen haben. Aber das hat dazu geführt, dass die Probleme stärker eskalieren. Und sie wollten ja auch solche Dinge machen wie steuerliche Förderung des Mietwohnungsbaus ohne Gegenleistung. Also wir haben als SPD-Fraktion gesagt, man kann eine steuerliche Förderung des Mietwohnungsbaus machen, aber dann muss es auch eine Preisreduzierung geben. Also ich fördere doch nicht einen Mietwohnungsbau, der hinterher bei 15, 16 Euro raus ist, steuerlich. Also das hat ein Kollege von der Union letzte Woche im Bundestag gefordert. Da habe ich ihm dazwischen gerufen, ich schmeiße keine Steuergelder zum Fenster raus. Also das finden Sie im Wortprotokoll. Also das Problem ist dann noch gar nicht richtig angekommen. Und die Lösung kann nur liegen in einem Bündel, auf der einen Seite gesetzliche Maßnahmen und dann müssen wir diejenigen fördern, die eben anständige Vermieter sind. Das sind in der Regel die kommunalen Gesellschaften, in Berlin die städtischen, das sind die Genossenschaften und das sind eine ganze Menge private Vermieter, aber die im Prinzip den Mietspiegel nicht einhalten, die ihre Mieter raussanieren wollen, ich nenne das den grauen Baumarkt, die müssen wir hart bekämpfen und auch hart anfassen. Dazu war aber kein Konsens möglich. Ich habe dieses dicke Programm der SPD nicht gelesen, das gestern am Parteitag
in Dortmund beschlossen wurde. Ich gehe davon aus, dass Sie das auch nicht ganz gelesen haben. Doch, tatsächlich habe ich es gelesen. Aber ja, was steht denn darüber drin im Programm? Ist denn da eine Lösung jetzt angedacht von Seiten der SPD, sodass Sie Ihren Wählerinnen und Wählern, die zu Ihnen jetzt auf den Marktplatz kommen und auf der Straße und sagen, lieber Klaus Mindorf, jetzt erklär mir das mal, werdet ihr das ändern? Ja, also das Erste, was ganz wichtig ist, was ich noch nicht erwähnt habe, was da auch drin steht, wir brauchen eine neue Bodenpolitik. Wenn die Bodenpreise ins Unermessliche steigen, dann hilft es mir auch nicht, wenn ich kostengünstig dann ein Haus drauf baue. Also wir müssen schauen, dass die Bodenpreisentwicklung gedämpft wird. Dafür müssen wir die Vorkaufsrechte der Gemeinden stärken und der Bund darf auch nicht weiter zum Höchstpreis seine Immobilien an den Markt bringen. Sondern wie bei BEMA hier in Berlin. Genau, ne? Genau. Es geht darum, dass wir dieser Vorbildwirkung gerecht werden. Natürlich kann der Bund auch nichts verschenken. Das heißt, wenn er Grundstücke günstiger abgibt, muss das auch in günstigeren Mieten für die Mieterinnen und Mieter sozusagen sich wiederfinden. Übrigens bezahlt ja die öffentliche Hand auch. Also ich versuche gerade mal herauszufinden, wie viel zahlt eigentlich die öffentliche Hand jedes Jahr für Mieten oder mietähnliche Leistungen. Da haben wir das Wohngeld, da haben wir die Kosten der Unterkunft, dann haben wir alles Mögliche im Bereich von des Sozialgesetzbuches, wo es um Wohnungen für Menschen mit Behinderungen geht. Dann haben wir die Bekämpfung der Obdachlosigkeit und das soll sich zusammen auf 18 Milliarden im Jahr summieren, ist die Zahl, die ich kenne. Eine Menge. Wir machen jetzt eine kleine Werbepause, damit sich bei uns auch ein bisschen das Geld summiert mit ein bisschen Werbung. Bleiben Sie dran, wir machen gleich weiter mit Klaus Mindorf aus der Sendung aus dem Bundestag auf TV Berlin. Heute ist 26. Juni 2017, letzte Sitzungswoche. Bis gleich.